Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaschelleiter. Da sind wir wieder, da sind wir bereit, meine lieben Genossen und Genossinnen. Petrov den Arsch zu holen. Oder einfach gesagt, ich mach den Sack fertig. Ach, hier geht's sogar rein. Ah. Aber wollte ich mich Du wirst umgucken? mich nicht mehr reinlegen, elender Scheißkerl. Hörst du das, Arschloch? Das war's. Da bist du ja. Ständig sitzt du mir im Nacken. Wo ist der Doc? Larissa, sie hat mit mir Schluss gemacht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Vielleicht ist sie tot? Aber was ist mit Molotow? Er hat Selchenov doch nicht geglaubt. Molotow ist tot. Dann ergibt alles Sinn. Was ergibt Sinn? Kollektiv wird aktiviert und das bedeutet das Ende von allem. Was? Davon, dass Roboter kontrolliert werden sollten? Du hast doch das verdammte System erschaffen, Arschloch. Ich konnte doch wirklich nicht ahnen, was Setschenov damit vorhat. Im Gegensatz zu dir wollte er niemanden damit töten. Ach, wirklich? Und das glaubst du? Warum haben diese friedlichen Roboter dann all die Leute massakriert? Weil du sie umprogrammiert hast, deswegen. Meinst du das ernst? Ahnst du überhaupt, wie unglaublich lang es dauert, einen funktionsfähigen Algorithmus für einen einzigen Roboter zu schreiben? Und hier gibt es Dutzende Modelle. Ja und? Der Kampfmodus wurde ihnen schon während der Design-Anfangsphase einprogrammiert. Natürlich dachte niemand, dass er hier in der Sowjetunion aktiviert werden würde. Und zwar durch mich. Aber ich kann dir versichern, dass Setschenovs Pläne noch viel, viel schlimmer sind. Er muss gestoppt werden. Blödsinn! Ich hab genug von dem Scheiß. Du sagst mir jetzt sofort, wie man den Kampfmodus der Roboter beendet. Tut mir leid. Das wird nicht passieren. Doch wird es. Ich habe bereits alles in Gang gesetzt. Aufhört! Es wäre unser ich sagte besonderer aufhört! Tag gewesen. Ich wollte am Tag des Kollektivstaats um ihre Hand anhalten. Und es wäre hier in diesem Theater geschehen. Wie symbolisch. Pass auf, deine Hände! Gib dies, Larissa. Oh nein! Scheiße! Nein! Nein! Verdammt nochmal! Was machen wir denn jetzt? Du Scheiß, Witzbold. Diesmal bist du definitiv tot. Scheiße. Zum zweiten Mal. P3 an Chillomay, bitte komm. Chillomay. Endlich! Hast du Viktor? Petrov hat sich auf kreative Weise umgebracht und ich konnte ihn nicht aufhalten. Mist! Ist sein Kopf intakt? Ja, ich sehe ihn hier vor mir. Bewahr den Kopf sicher auf. Ich schicke einen Spezialbehälter. Leg ihn rein, der Rest läuft dann automatisch. Er wurde sehr kreativ getötet. Falsch. Schon wieder falsch. Falsch. Schon wieder falsch. Und Selbstmitleid wird zu deinem Schicksal. Und Selbstmitleid zu deinem Schicksal. Ach, das ist die Kapsel. Oh, wirklich? Oh Gott, nein. Du hast ihn jetzt nicht in deine Tasche gesteckt. Aber wir folgen die Lichter, das Ding. Sehr geehrte Damen und Herren. Oh Gott, was jetzt? Willkommen zur großartigsten Darbietung der Welt. Erleben Sie das Debüt eines aufsteigenden Sterns. Und seien Sie vorsichtig. Die junge Dame ist recht schüchtern. Aber das biegen wir schon hin. Wobei ja nichts gegen eine Abweichung von der Norm einzuwenden ist. Es ist mir eine große Freude, Ihnen Natascha zu präsentieren. Wow! Das ist Natascha! Ich
Are you fucking kidding me? Das ist Natascha. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Wow. Wow. Nimm das, Natascha. Wow, 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 wow. In den Arsch. Nimm das, Schwabbel. Ich dachte, das ist ein fucking Raketenwerfer, ich sag's doch. Oh, oh, au. Scheiße, 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 scheiße. Mama! Ist jetzt langsam mal kaputt, Fettsack. Wo ist er? Der Elektroschocker. Oh. Oh. Du wolltest es so. Scheiße. Genosse Major, du... Nicht jetzt. Lass uns eine Weile schweigen, ja? Sergei, hast du Petrovs Leiche durchsucht? Hast du irgendwelche Goldringe gefunden? Nein. Petrov hatte nichts dabei. Sehr gut. Melde dich sofort im Pavlov-Komplex. Jawohl. Bin schon unterwegs. Dem was? Da. Du hast ganz schön Teile gehabt. Drehen sich ja gar nicht mehr. Das nennt sich Kunst? Dinger sind fucking creepy. Und bewaffnet. Und dann sagt er zu mir, im großen Finale bringen wir diese alte Schönheit auf die Beine. Scheiße, ernsthaft? Das ist ein altes Modell, total schwer zu programmieren. Wir sollten... Das ist meine Aufführung. Ich entscheide, was passiert. Du, Genosse, bist Programmierer. Entweder verrichtest du deine Arbeit oder du verpisst dich aus meinem Theater. Genosse Lastoschkin, ich verstehe das vollkommen. Ich wollte lediglich einen Vorschlag machen. Du möchtest nicht vielleicht etwas Schwereres haben? Jetzt sprichst du meine Sprache. Also, was hast du für mich? Oh, das wird wahrlich spektakulär. Du wirst begeistert sein. Was haben wir hier? Das ist unsere erste Sitzung. Ich nehme sie für deine Akte mit einem Chibitar auf, Viktor. Also, erzähl mir etwas über dich. Was bist du für ein Mensch? Ich bin ein ehrenwerter Bürger der Sowjetunion und ein fleißiges Mitglied unserer Gesellschaft. Ich lebe für die Wissenschaft. Und ich habe zwei Leidenschaften, die mir sehr wichtig sind. Die Liebe und Roboter. Bin ich ein guter Mensch? Ja, absolut. Ich würde sagen, nein. Auf keinen Fall. Oh, laufen wir weiter. Wie ist dein aktueller Status, Genosse Major? Ich stelle einen Verlust an Konzentration und einen starken Anstieg an Emotionen fest. Mein Status? Ich raste gleich aus. Das ist mein verdammter Status. Ich hab's schon wieder verbockt. Viktor ist tot und ich hab hier seinen Kopf in einem verdammten Glas. Und Sechenov findet nichts dabei. Kapiert? Nein, Genosse Major. Ich hab schon eine Menge Scheiße gebaut, ja? Aber einen menschlichen Kopf als Trophäe rumschleppen? Noch nie! Hast du den riesigen Roboter im Theater gesehen? Da war ein Kampfroboter. Im Theater, Charles. Aber weißt du, was mich echt zur Weißglut treibt? Nein, Genosse Major. Die Ringe. Die gottverdammten Ringe, die das Arschloch Petrov mir gegeben hat. Und weißt du, warum sie mich zur Weißglut treiben? Nein, Genosse Major. Ich? Auch nicht. Scheiße. Ist dir auch egal. Alles gut.
Es geht mir gut. Es geht mir gut. Moment, du verheimlichst die ganze Zeit diese Ringe zu haben, nachdem die ganze Zeit gefragt wird und... Hä? Ja, wir gehen nach Pavlov. Irgendwelche Ideen? Pavlov ist ein Geheimkomplex in einem entlegenen Gelände der Anlage 3826 namens Sachalin. Bei den vielen Gegnern wirst du kaum zu Fuß dorthin gelangen können. Ich schlage vor, ein Transportmittel zu benutzen. Und, Genosse Major, jetzt wäre außerdem ein ausgezeichneter Zeitpunkt, dein Arsenal so gut wie möglich aufzustocken. Es kann nicht schaden, sich nach weiteren Testgeländen umzusehen. Genug gejammert. Gehen wir. Na, na, Major. Wie du meinst. Na, na. Zugang gewährt. Na, na. Das passt irgendwie. Ah, hier Erfrierung. Da haben wir noch einen. Installieren wir mit. Zugang gewährt. Drück immer die falsche Taste. Jedes Mal. Immer wieder. Ich frage mich nicht, wie ich das immer mache. Ich habe keine Ahnung, aber ich schaffe es immer, die falsche Taste zu drücken. Immer und immer wieder. Ah. Oh, wir werden ein paar Fettboy googeln. Nehmen wir 8. Langsam liebe ich das Geräusch. Warum hast du die ins Lager... Warum hast du die jetzt ins Lager geworfen? Kapier ich nicht. Kapier ich wirklich nicht. Im Ernst, kapier ich nicht. Das blick ich nicht. Oh, Kashi, bist du schon so nervös? Kann doch nicht wahr sein, wie nervös ich jetzt bin. Eigentlich habe ich den Takt total verkackt. Ne, links, tick, 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 rechts, tick, 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 links, tick, 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 rechts, tick, 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 tick. Den Takt habe ich voll versaut. Ach, hier, hier bin ich. Boah, wie ich den Takt versaut habe. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Danke, beehre uns bald wieder. Komm bald wieder. Wir erwarten schon bald tolle neue Roboter für deine Unterhaltung. Die nächste Aufführung wird noch interessanter. In einem Jahr ist die Fortsetzung geplant. Dir hat es offenbar so gut gefallen, dass du nicht gehen willst. Wenn du eine Karte kaufen möchtest, geh bitte zum Schalter am anderen Ende des Foyers. Und vergiss den Imbiss nicht. Geh bitte weiter zum Imbiss. Hast du irgendwas in der Garderobe vergessen? Geh bitte weiter zur Palette. Verschwinde! Ja, schon. Oh, schade, dass ich hier nicht rankomme und die ganzen Sachen. Ich habe keinen Weg gefunden, wie ich rankomme. Aber drauf geschissen, ich bin froh, hier rauszukommen. Major Petrai, ich erwarte dich im Pavlov-Komplex. Für deine Ankunft ist schon alles bereit. Ich komme so schnell ich kann. Ich würde dir empfehlen, mit dem Auto zum Forschungskomplex zu fahren. Es gab eine Zunahme von Keimaktivitäten an der Oberfläche. Da ist alles von Mutanten überrannt. Aha, Mutanten. Alles klar. Hm. Ist das alles? Nur noch eine Frage. Nein, Filatova war nicht da. Verstehe. Du hast an Petrovs Leiche keine Goldringe gefunden, oder?
Zwei Ringe, in denen innen Beta 1 und Beta 2 eingraviert war? Nein, er hatte nichts bei sich. P3 Ende. Genialer Lügner. Wie läuft's? Immer noch gesund und munter. Hey, Umasena. Lange nicht gesehen. Es ging mir schon besser, aber ja, ich bin noch gesund und munter. Was? Du hast diesen Mistkerl Petrov endlich erledigt? Dir entgeht aber auch nichts, was? Ja, hab ihn erwischt. Also, eigentlich hat er sich selbst erwischt. Okay. Keine Sorge. Wenn du seinen Kopf hast, ist bald alles vorbei. Dann kannst du dich ausschlafen. Das höre ich gerne, Umasena. Dann komme ich mal auf eine Tasse Tee vorbei, ja? Komm jederzeit gerne vorbei, Söhnchen. Übrigens, du hast bei der Jagd nach Petrov nicht zufällig gravierte Goldringe gefunden. Nein, habe ich nicht, Umasena. Petrov hatte nichts bei sich. Schon in Ordnung. Pass auf dich auf, Söhnchen. Und komm vorbei, wenn du was brauchst. Warum fragt jeder nach diesem beschissenen Ring? Warum hast du alle getäuscht, Genosse Major? Petrov hat dir die Ringe doch gegeben, ehe er starb. Alle anderen täuschen mich doch auch. Selbst Dr. Sechenov. Das hätte ich niemals erwartet. Wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung? Ich habe dran gedacht, dass Petrov mir gesagt hat. Kannst du das bitte weiter ausführen? Petrov hat gesagt, der Kampfmodus wurde bei der Konstruktion in die Roboter programmiert. Er hätte sie nie alle selbst umprogrammieren können. Es stimmt also, verdammt. Und warum das? Weil er ein Waschlappen war, ein Programmierer, kein Kämpfer. Petrov, dieser kranke Irre, dieser scheiß Wahrheitsfanatiker. Ich scheiß auf ihn. So viel Blut vergossen, nur weil er die Sprossen hat mutieren lassen. Ich bezweifle ernsthaft, dass das Petrovs Absicht war. Er ist weder Genetiker noch Pflanzenzüchter und hat die Konsequenzen der Störung nicht alle vorhersehen können. Warum hat er es denn sonst getan? So viele Menschen sind tot. Und die, die die Sprossen hatten, mussten zweimal getötet werden. Erst von den Robotern, dann von mir. Moralisch lässt sich Petrovs Vorgehen nicht rechtfertigen. In dieser Hinsicht sind wir uns einig. Scheiß auf Petrov, er ist tot. Mir tun die Leute leid. Ich bin nach dem Krieg im Dienst geblieben, um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt. Und jetzt? Du hast mein tiefstes Beileid für alles, was sich ereignet hat, Genoss Major. Charles, warum sind denn alle so hinter den Ringen her? Du meinst die Beta-Konnektoren? Weil sie funktionieren, aber auch angeblich nicht existieren. Also kann niemand beweisen, dass es sie gibt? Nicht mal kollektiv nach dem Start? Besonders nicht kollektiv nach dem Start. Wer über die Beta-Konnektoren angeschlossen ist, existiert für kollektiv schlicht nicht. Aber sie werden kollektiv sehen können. Ja, und zwar alles. Jemand mit einem Beta-Konnektor kann kollektiv nicht von innen beeinflussen, da er für kollektiv nicht existiert. Aber er weiß über alles Bescheid, was dort läuft. Genau wie jeder andere offiziell angeschlossene Mensch oder Roboter. Aber kann ein offiziell angeschlossener Mensch oder Roboter seine Verbindung nicht auch wieder lösen? Er kann sein Gedankegerät doch einfach abschalten. Ich glaube, ja. Du glaubst es? Dann bist du nicht sicher. Oder verschweigst du mir irgendwas? Ich habe keine Daten, Genosse Major. Aber man kann kein hindern, sein Gedankegerät zu entfernen. Es wird auf dem Kopf getragen, nicht in den Schädel implantiert. Ja, das ist wohl ganz gut so. Charles, man kann niemanden in Kollektiv zwingen, oder? Da lag Petrov doch falsch. Nicht ganz. Wie meinst du das nicht ganz? Wenn ich nicht bei Kollektiv bin, wie sollte Kollektiv das herausfinden? Ganz einfach. Sagen wir, du läufst an einem Roboter vorbei. Der identifiziert dich als Mensch, aber du trägst kein Gedankegerät. Der Roboter erhält von dir keine mentalen Befehle auf seine Anfragen. Also merkt er, dass ich nicht in Kollektiv bin und meldet das weiter. Und was dann? Alle gehen auf mich los, oder was? Im Grunde ja. Aber ich kann mein Gedankegerät aufsetzen, am Roboter vorbeilaufen und tun, was von mir erwartet wird, und es dann wieder absetzen. Im Grunde ja. Was soll denn das ganze Getue um diese bescheuerten Ringe? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht geht es um Bequemlichkeit. Gedankegeräte müssen bei jedem Aufsetzen konfiguriert werden. Ein Ring kann einfach so angelegt und wieder abgenommen werden. Da muss doch mehr dahinter stecken. Oder vielleicht sind es gar nicht die Gedankengeräte, sondern was anderes, was man hat. Wie willst du die Menschheit unterjochen, wenn du ein Gerät hast, was eigentlich man jederzeit abnehmen kann? Und das wird irgendwie verhindert, dass man das Gerät abnehmen kann.
Oh, das ist das Polymer, was man im Blut hat. Da stirbt die Pünsch. Kackvieh. Hab ich kein Auto. Kackvieh. Leider kann ich die ganzen anderen Autos hier nicht nutzen, nur die roten. Die kleinen süßen roten Knutschkugeln. Ärgert mich ein bisschen. Na gut, hier wäre es dann eh runtergegangen. Sag mal. Weißt du, was ich mir gerade denke? Wenn dieser scheiß Nachbar da noch einmal irgendwie was Lautes macht, trete ich ihm in den Arsch. Wenn im Endeffekt wäre ich froh, wenn er ausgezogen ist, aber... Was macht der Typ da? Charles, die USA erlassen ständig neue Sanktionen gegen unsere zivilen Roboter. Warum tun sie das? Sind sie misstrauisch? Bei der US-Regierung hegt man eindeutig gewisse Bedenken. Naja, ist ja auch ihre Aufgabe, sich um die Sicherheit ihres Landes Gedanken zu machen. Aber sie haben keine Beweise und das heißt, sie haben keine gute Begründung. Richtig. Darum hat Petrov ja auch die Störung verursacht. Genau, er wollte der Welt zeigen, dass unsere zivilen Roboter einen Kampfmodus haben. Gut, aber das wissen die Amerikaner ja nicht. Wozu also die Sanktionen? Mit den Sanktionen sucht die US-Regierung die Balance zwischen den Bedürfnissen der Kapitalisten und der wachsenden Unzufriedenheit der Arbeiterklasse. Du meinst, die amerikanischen Arbeiter wollen unsere Roboter verbieten lassen, weil sie ihnen die Fabrikjobs wegnehmen. Und die Kapitalisten wollen mehr kostenlose Roboter, um die Arbeiter ein für alle Mal loszuwerden. Ganz genau. Auf die amerikanische Regierung wird von beiden Seiten Druck ausgeübt. Daher erlassen sie nun moderate Sanktionen, ohne die Roboter ganz zu verbieten. Es gibt nur Papa. Und was juckt es die Sowjetunion, ob die Amerikaner Sanktionen erlassen? Sie verhindern so doch nur selbst, dass sie die Arbeiterklasse loswerden. Ist doch gut. Uns geht es ja schließlich um die Arbeiter. Je stärker die Beschränkungen auf Einfuhr und Betrieb von Robotern, desto weniger unserer Roboter gibt es an Schlüsselstellen in Amerika, wenn kollektiv in Betrieb geht. Also will die Sowjetregierung, dass so viele unserer zivilen Roboter wie möglich in den USA sind, wenn sie den Kampfmodus aktivieren. Dann kann sie das Land viel leichter übernehmen. Ich gebe zu, das klingt logisch. Geht. Ich hab schon logische Sachen gehört, aber das klingt ein bisschen kompliziert. Wo ich mich im Endeffekt fragen würde, ist es die ganze Arbeit wert? Wir sind keine Metzger. Alles ist gut. Ganz ruhig. Die Chefs wissen, was sie tun. Sieh, Mann, ich bin seit nicht mal einer Woche hier und habe schon genug Leichen für mein ganzes Leben gesehen. Das sieht ja aus wie ein richtiges Krankenhaus. Ich hatte keine Ahnung, dass es so wird. Hallo? Das ist ein Geheimkomplex. Das sagt doch alles. Und du willst als Wache arbeiten? Noch dazu in einem Krankenhaus? Aber keine Sorge. Wir sind keine Metzger wie die Wissenschaftler hier. Wir bringen niemanden um. Wir passen nur auf, dass niemand abhaut. Nett. Echt nett, ja, wir bringen niemanden um, wir sind keine Metzger. Was machen schon die anderen? Sacharow ist nicht gestorben, Genosse. Sacharow lebt. Was? Wer bist du? Yeah. Und wovon redest du? Ich bin Assistenzprofessor an der ADK. Das spielt keine Rolle. Sacharow lebt. Das glaube ich auch, dass er noch lebt. Sacharow? Er ist Dr. Sechenovs engster Mitstreiter. Sein Genie überragt womöglich sogar das von Sechenov selbst. Es hieß, Sacharow sei vor ein paar Jahren bei einem unseligen Unfall gestorben. Aber das ist er nicht. Ich habe die Unterlagen studiert und die bahnbrechendsten Papiere enthalten Hinweise auf seine Beteiligung. Seinen Stempel, wenn man so will. Ich habe mit ihm persönlich gearbeitet und kannte seine Vorgehensweise. Ätzende Kommentare, radikale Methoden. Keinen Widerspruch duldend. Er ist definitiv am Leben. Doch die Frage bleibt, wenn er noch am Leben ist und arbeitet.
Warum sollte das jemand verheimlichen? Klingt für mich wie eine Verschwörungstheorie. Ist gerade schwer zu sagen, wer am Leben ist und wer nicht. Ich glaube, du hast ihn in der Hand. In der linken. Aber nur meine persönliche Meinung. Nimm mal den Karton weg! Die Hindi, Alter. Ich glaube, er hat ihn in der Hand. Die Autolyse beginnt etwa 7 bis 10 Minuten nach dem Tod, gefolgt von der Darmentleerung 3 bis 5 Minuten darauf. Die Totenstarre setzt nach 5 bis 6 Stunden ein und dann mal sehen. Vollständige Verwesung in etwa 5 Jahren. Aha. Eklig. Was? Warum? Nackte Tatsachen, reine Zahlen. Was ist denn schlecht an Wissenschaft? Wovon redest du denn da? Ich bin Wissenschaftler. Ich muss unablässig Umweltphänomene untersuchen und katalogisieren. Genosse, weißt du, wie viele Menschen die Zersetzung ihres eigenen Körpers dokumentieren können? Wozu denn? Du kannst deine Beobachtung ja nicht mal festhalten. Was? Ach Mist! Da ist was dran. Darum willst du mir helfen. Bitte bleib während des Verwesungsvorgangs an meiner Seite und zeichne den Vorgang auf. Das schaffst du schon. Es wird nicht lange dauern. Unter den aktuellen Bedingungen etwa 535 bis 650 Tage. Ja, ich gehe dann mal und hole mein Notizbuch. Ach, jetzt hast du mich wieder rausgebracht. Also gleich nochmal von vorn. Was klopft da die ganze Zeit bei meinem Nachbarn da unten? Nervt langsam. Bin ich da und hat vergessen, sein scheiß Fenster zuzumachen oder was? Oh, Menschen. Tupfer? Tupfer. Konzentration. Behalt den Schnitt im Auge. Gut, Augenblick. Konzentration. Scheiße, zudrücken, sofort! Er ist tot. Er wurde wieder nicht absorbiert, weshalb sich eine pathologische Kavität gebildet hat. Er hat am gesamten Körper solche Knötchen. Was wollen diese herzlosen Bestien von den Menschen? Ihr habt vielleicht recht, Genossen. Doch das ist nicht eure Sorge. Tut eure Arbeit. Gefreiter, bringt den Nächsten rein. Hä? Ja, Genosse Oberst. Das Polymer muss absorbiert werden. Wenn das nicht passiert, rettet, wen ihr könnt. Und macht ihr sauber. Ja, sind da Bedingungen wie im Dritten Reich. Bringt den Nächsten. Macht den Scheiß hier sauber. Was so ficken. So, Pavlov kommt, Lexel. Charles, was ist das für ein Ort? Ich meine, wozu dient dieser Komplex überhaupt? Der Pavlov-Komplex war der Grundstein aller biologischen Innovationen der Anlage 3826. Hm. Hier werden einzigartige Experimente durchgeführt. Vom Züchten neuer Nutztierarten bis zur Entwicklung neuer Weltraumforschungstechnologie. Weltraum? Du meinst, dass sie die Mondrover hier entwickeln und nicht in Chelomei? Bei der Erforschung des Weltraums geht es nicht nur um Fahrzeuge. Natürlich ist ein Raumschiff erforderlich, aber dann... Wenn die Menschen den roten Planeten erreicht haben? Also züchten sie hier Tiere für den Mars? Unter anderem ja. Neben der Zucht neuer Spezies für das Leben auf dem Mars, entwickelt die sowjetische Wissenschaft Möglichkeiten, auch den Menschen auf das Leben auf dem Mars vorzubereiten. Zum Beispiel Kiemen, damit wir in Ozeanen aus Gas schwimmen können? Gasozeane sind auf dem Jupiter, Major. Auf dem Mars gibt es niedrige Temperaturen und tödliche Wirbelstürme. Aber es stimmt schon, deine Spezies muss noch weiter untersucht werden. Die neuesten medizinischen Durchbrüche, neue Lebenserhaltungssysteme. Das stammt von hier? So ist es, Genosse Major. Hier haben so viele Genies zum Wohle der Menschheit gearbeitet. Und jetzt sind alle fort. Traurig. Echt traurig. Speichere Daten. Aber wisst ihr, was auch traurig ist? Wir machen das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Kashi. Das war ein schönes Live-Kommen, aber ihr kennt ja alle. Hauen Sie rein. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bisselkowskel. Und tschüss.
Yay!